Dürfen Arbeitnehmer während der Arbeitszeit private Dinge erledigen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Simone Singer, ich bin Rechtsanwältin und Referentin bei der WAF. Ja, kürzlich ist ein sehr interessantes Urteil vom Bundesarbeitsgericht veröffentlicht worden. Stellen Sie sich mal vor, da streiten die Parteien über die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung. Was war passiert? Der Arbeitnehmer ist Prokurist eines Unternehmens und zwar schon seit mehr als 15 Jahren. Das Unternehmen hatte durch Schriftstück streng jede private Nutzung des Internets verboten, ausnahmslos und auch sofort darauf hingewiesen, dass der schon einmalige Verstoß arbeitsrechtliche Konsequenzen mit sich bringen kann. Ja, und wie der Zufall es so will, der Prokurist wird in flagranti erwischt, wie er intensiv pornografisches Material aus dem Internet herunterlädt und sich dann über Stunden anschaut. Die Konsequenzen lassen nicht lange auf sich warten. Es gibt die fristlose Kündigung. Aber wie ist denn das eigentlich? Darf man private Dinge am Arbeitsplatz erledigen? Mit jeder privaten Tätigkeit während der Arbeitszeit verletzen Sie Ihren Arbeitsvertrag, ganz klar. Entscheidend ist aber, ob der Arbeitgeber das duldet oder ob er ein strenges Verbot ausgesprochen hat. Es ist durchaus denkbar, dass der Arbeitgeber in gewissem Rahmen die Erledigung privater Angelegenheiten hinnimmt. Und wenn ihm das nachzuweisen ist, dass er nämlich über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten gewusst und geduldet hat, dass seine Mitarbeiter eben auch private Angelegenheiten erledigen, erwächst daraus sogar eine betriebliche Übung und dann kann er es auch nicht mehr einfach so verbieten. Anders ist es aber wie in unserem Fall. Hier hatte der Arbeitgeber schriftlich darauf hingewiesen, dass jede private Internetnutzung verboten ist und auch direkt arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht. Das heißt, der arbeitsvertragliche Pflichtverstoß war offensichtlich. Trotzdem hat der Prokurist nochmal Glück gehabt. Denn das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, ja, wir sehen hier auch, das schwerwiegende arbeitsvertragliche Fehlverhalten halten dem Prokuristen aber zugute, dass er schon so lange Zeit beschäftigt ist, ohne jemals in irgendeiner Form Anlass zur Beanstandung gegeben zu haben. Und da hat das BAG dann gesagt, da muss man noch mal ein Auge zudrücken, hier hätte der Prokurist erst abgemahnt werden müssen. Das hat dem guten Mann schlussendlich seinen Arbeitsplatz gerettet. Sie als Betriebsrat haben bei der Frage der privaten Nutzung von Internet, Handy und so weiter weitreichende Mitbestimmungsrechte. Und auch Ihre Kollegen werden es Ihnen danken, wenn Sie gemeinsam mit dem Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung abschließen, die die Nutzung von Internet, Handy und so weiter zu privaten Zwecken zwar nicht streng verbietet, aber doch reglementiert und klare Aussagen dazu trifft, wann und wie lange dürfen die Leute private Dinge am Arbeitsplatz erledigen. Ja, ich hoffe, dieser Beitrag hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns Ihr Like geben oder am besten Sie abonnieren den Kanal gleich. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir uns bald wiedersehen und sage Tschüss und bis bald.